Von Wirtschaftswunder habe ich gar nichts gemerkt. Wir haben in bitterer Armut gelebt. Das war im ersten Stock dieses kleinen Bauernhofes. Der Misthaufen vor der Tür, der Bretterlokus hinter der Scheune, zu dem ich nachts, wenn ich musste, im Dunkeln mich schrecklich fürchtend über den Hof am Misthaufen vorbei, in der Dunkelheit um die Scheune herum, im Dunkeln auf die Bretterbude schleichen musste. Wir haben zu dritt in anderthalb Zimmern gewohnt. Die Küche war die Wohnküche. Und mein Vater hat sich von Gelegenheitsarbeiten zunächst ernährt und die ganze Familie ernährt. Er hat als Tankwart gearbeitet, als Auslieferungsfahrer einer Musiktonfabrik, einer kleinen. Und er hat für den örtlichen Bäcker Brot ausgefahren am Samstag. Und er hat mir später mal erzählt, wenn er nicht eine Familie gehabt hätte, hat er mehrfach überlegt, ob er mit dem LKW, mit dem er diese Musiktruhen ausgefahren hat, nicht an eine Brücke auf der Autobahn gefahren wäre, um sein Leben zu beenden. Das war völlig aussichtslos. In dieser Zeit, welche Rolle hat da die Heimat gespielt? Gab es denn auch bei deinen Eltern noch Hoffnung, dass man vielleicht auch mal wieder zurückkehren könnte? Wir sind ja in Hessen direkt hinter der Grenze gelandet und das war Ritual viele Jahre, dass wir an jedem Wochenende zur Grenze gefahren sind. Da gab es noch einen ziemlich ausgeprägten Grenztourismus. Ich glaube, dass es viele Geflüchtete waren, die da drunter waren, aber auch Menschen aus der Gegend, die sich das einfach angucken wollten. Ich habe Erinnerungen an den Grenzzaun in der Rhön, der quer durch die Rhön verlief. Das war wie ein besserer Weidezaun, also mit Stacheldraht und Holzpflöcken. Auf der anderen Seite gingen direkt am Zaun entlang DDR-Grenzposten, immer zu zweit mit der Maschinenpistole auf dem Rücken. Und man konnte auf westlicher Seite bis direkt an den Zaun treten. Man war also auf wenige Meter, zwei, drei Meter voneinander entfernt. Ich weiß noch, als kleiner Junge, an einem Sonntag stand neben mir ein kleines Männchen, altes, verhutzeltes Männchen, dem vorne alle Zähne fehlten. Alle Zähne waren weg, was mich als Kind sowieso schon fasziniert hat. Und dann kamen zwei DDR-Grenzposten vorbei und dann rief das Männchen denen zu: Kommt rüber, hier könnt ihr Weißbrot fressen. Hier könnt ihr Weißbrot fressen. Dieser Satz hat mich, wie Sie merken, nie aus der Erinnerung verschwunden. Er hat mich als Kind wahnsinnig lange beschäftigt. Erstens, wie man fressen sagen kann. Zweitens, warum Weißbrot so was Besonderes ist. Und drittens, warum der das diesen Posten zugerufen hat. Die haben überhaupt nicht reagiert, die sind weitergelaufen. Aber so war damals noch Grenze. Also die Orientierung war nach wie vor lange, auch im Westen weiterhin, auf die Heimat, sowohl bei meinen Eltern als auch bei meiner Schwester und mir. Da hatten wir unsere eigentlichen Freunde noch für einige Jahre. Und erst als wir aus diesem Dorf weggezogen sind, haben wir dann im Westen uns verwurzelt, andere Freunde gefunden und uns eingelebt.